worden. Jetzt haben wir 7 Jahre nach Fukushima und es werden wieder Brennelemente da drüben aus dem Wald hier eingesetzt, damit es noch 4,5 Jahre weiterläuft. Ja, wo leben wir denn? Es muss doch irgendwann mal in den Köpfen ankommen. Atomkraft ist gefährlich, Atomkraft ist unverantwortlich und auch ein Atomkraftwerk wie in Lingen kann schwere Unfälle hervorrufen. Jeden Tag kommt neuer Atommüll hinzu, von dem keiner weiß, was damit passiert. Das Atomkraftwerk verstopft die Netze für die Energiewende. Wie viele Gründe, Frau Schulze, brauchen Sie noch zur Stilllegung? Ich meine, es ist doch der totale Wahnsinn. Das AKW ist vor 30 Jahren ans Netz gegangen, 2 Jahre nach Tschernobyl. Alle Land auch, aber das ist Fakt. Leute in Belgien und Frankreich wissen inzwischen besser, wo Lingen liegt und was hier in Lingen produziert wird, als viele Menschen im Emsland. Und heißt Atomausstieg und das heißt auch Stilllegung von Brennelementefertigung und Urananreicherung. Da kann es kein Ja, Aber geben. Und es hat sich leider noch nicht rumgesprochen. Sowohl was unsere Gruppe angeht, uns irgendwie E-Mails zu schicken und ein bisschen in den Hintern zu treten und zu sagen, sag was dazu, wie wir was machen und so weiter. Aber natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber der Presse. Vielen Dank dafür! Ja, in Rheine haben sie drei...